Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge vom Let's Play Minecraft Hexit. Ja, heute müssen wir hier irgendwie rauskommen. Gestern in der Folge sind wir so todes... Hallo? Hallo? Wo geht's hier raus? Hier, was? Gestern sind wir so todesmutig in dieses Verlies hier reingerannt. Und, ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich nicht mehr weiß, und jetzt schon erst gar nicht mehr, wie man hier wieder rauskommt. Aber nun gut, im Zweifelsfall habe ich ja gestern schon gesagt, bauen wir uns einfach hoch. Hier war, warte mal, hier war die Dings, dann sind wir hier auf jeden Fall durchgekommen. Im Zweifelsfall bauen wir uns einfach hoch, aber ich glaube tatsächlich, ich finde gerade den Weg, hier raus... Hoffe ich. Aber. Genau, das war hier. Ist hier nicht so eine Kiste? Nee, hier ist keine Kiste. Okay. Was ist das da? Da ist gar nichts. Achso, das war wahrscheinlich der Bogen, der an mir vorbeigeflogen ist. Hier irgendwie. Hallo. Das bringt auch nichts, wenn ich den Knopf drücke. Also ach, hier ist der Creeper explodiert gestern. Also ich bin mir relativ sicher, dass die, dass hier noch nicht zu Ende ist. Aber ich weiß halt nicht, wie tief es hier noch reingeht und ob sich das dann unbedingt lohnt, hier noch weiter zu suchen. Und ob hier überhaupt irgendwas Cooles ist. Wischter. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, hier noch weiter zu laufen. Entspann dich! So, hier war diese lustige Falle. Und hier war die Tür. Und hier kommen wir aus dieser Tür raus. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier nochmal raus. In die Dunkelheit hinein. Hallo! Und hier böse Zombies. Kann ich mal ein paar Zombies sehen hier? Hallo. Oh, guck mal, du hast einen Bogen. Ich auch. Meiner ist viel cooler als deiner. Wir haben beide Bögen. Wie schön. Ui. Okay, 37 Level. Einiges an Zeug im Gepäck. Und wir schießen uns den Weg frei. Weil wir boah, das wäre ja mal voll krass, wenn ich das schaffe. Das Problem ist, dass umso weiter jemand entfernt ist, na, es klappt nicht. Man schafft es nicht, einen Enderman mit dem Bogen zu erledigen. Umso weiter man entfernt ist von jemandem, desto, umso weiter man entfernt ist von jemandem, desto mehr gehen die Schüsse auseinander. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt würde natürlich Tag, genau. Jetzt, wo wir zu Hause ankommen, wird es Tag. Ist klar. Oh, wie ihr euch vorstellen könnt, ich mal wieder und so, ne? Timer 4 Minuten. Okay. Ich kann euch Sachen erzählen. Ich kann euch erzählen, dass wir zum Beispiel, dass gerade eben die erste Folge vom neuen Projekt online gekommen ist. Vor circa einer Dreiviertelstunde. Kann ich euch erzählen. Ich kann euch erzählen, dass ich das mit dem Stream, na, ob ich das so wirklich hinkriege, weiß ich nicht, aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen, das hinzukriegen. Und zwar heute Abend. Ist ein bisschen doof, weil der Plan eigentlich eher war, ja, also es gibt eigentlich keinen wirklichen Streaming-Plan bei mir. Aber eigentlich hatte ich mir so gedacht, ja, du checkst das mal aus, wie das so funktioniert, und dann fängst du an zu streamen.
Ich packe jetzt gerade mal einfach alles, was wir gefunden haben, in diese Kiste. Und dann gucken wir, was wir davon gebrauchen können, was nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kannst du heute Abend anfangen zu streamen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass wir für morgen die Folge schon produziert haben. Das heißt also, wenn ich heute Abend streame, dann seht ihr halt einfach mehr oder weniger schon, was morgen passiert. Was im Grunde nicht tragisch ist, weil so viel ist halt noch nicht passiert. Aber ja, ich würde halt trotzdem gerne streamen heute Abend. Und wenn ihr Bock drauf habt, ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn ihr dabei wärt. Ich muss mal gerade gucken. Ach, die haben Schutz 2, okay. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn ihr dabei wärt. Dann würde ich heute um 8 Uhr anfangen. Es gab irgendwo gab es hier so ein keine Ahnung. Es gab so einen Rüstungsständer. Rüstung. Teure Rüstung ein oder ne? Armor. Ja. Armor Stand. Welches sind die? Naja, ne? Das können wir uns doch mal bauen, oder? Haben wir den Stein irgendwo am Start hier? Ich würde so um 8 Uhr anfangen heute Abend. Und dann, ja, mal gucken, ne? Was habe ich jetzt gesagt? Was brauchen wir dafür? Steinstufen. Ach, wir brauchen gar keine Pflastersteinstufen. Wir brauchen Steinstufen. Oho! Jetzt wird es aber nobel hier. Haben wir Stein? Stein. Überall nur Pflasterstein. Pflaster. Lehm kann ich euch anbieten. Nee, wenn ihr Bock habt, dann kommt auf jeden Fall mal vorbei. Weil ich könnte da natürlich auch so ein bisschen eure Hilfe gebrauchen. Und zwar, weil ja, wie gesagt, das mein erster Stream wäre. Und der erste Stream, ihr wisst das, also jemand, der schon mal gestreamt hat, weiß das. Das ist immer ein bisschen komplizierter. Weil, also ich sortiere nebenbei einfach mal ein bisschen meine Kisten. Das ist immer so ein bisschen komplizierter, weil, ja, man selber so schlecht sieht, ist die Qualität in Ordnung, ist das von der Lautstärke, alles in Ordnung und so weiter und so fort. Deswegen ist das mal ein bisschen doof, wenn man so alleine versucht, einen Stream klar zu machen. Und deswegen wäre ich sehr glücklich, wenn heute Abend der ein oder andere sich einfach mal auf meinem Stream blicken lassen würde. Und zwar auf Twitch werde ich streamen. Bei auf Twitch auf LatroTV Twitch. LatroTV war schon vergeben, wer auch immer da meinen Namen benutzt. LatroTV Twitch. Ich verlinke es auch unten nochmal. So, ab 8 Uhr bin ich dann da. Und ja, ich fände es super cool, wenn ein paar Leute vorbeischauen würden. Wir streamen nicht Hexit. Wobei, wenn der Großteil des Chats sagt irgendwie, ey komm, lass uns mal Hexit machen oder zock mal Hexit, dann würde ich mich auch dazu breitschlagen lassen, natürlich Hexit zu zocken. Plan ist aber eigentlich heute Abend Project X zu streamen. Und wie gesagt, da würde ich mich halt super mega freuen, wenn da ein paar Leute bei wären. 8 Uhr, Twitch. LatroTV Twitch. Aber wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Also. Kommt einfach mal rum. Hatte ich davon nicht noch sogar Stufen? Egal.
So, wie ging das jetzt hier? Amor. So, zwei Eisen. Eisen hatte ich doch gerade noch. Da. Plack. Plack. So, dann haben wir hier so ein Armor-Stand. Und mit diesem Armor-Stand kann man dann... So, jetzt stellen wir mal hier in die Ecke. Boah. Schon schön rot, aber okay. So, so. Ich habe keine Brustplatte. So. Ich hatte doch noch irgendwo eine Diamantbrustplatte. Ich hatte eine Diamantbrustplatte. Oder habe ich die verkackt als... Das kann natürlich auch gut sein. Dass die uns abhanden gekommen ist. Dann können wir mal sortieren hier, ne? Dann ist das vielleicht auch ein bisschen übersichtlicher. Mein Gott, ey, wie viele Rüstungsteile habe ich denn bitte? Ah, da ist noch ein Schild. Dann haben wir hier noch. Da sind noch Schuhe. Da sind noch Waffen. Da. Oh, wir haben ja sogar schon einen Sattel. Verrückt. Nee, dann haben wir die nicht mehr. Gut. Wisst ihr, manchmal im Leben muss man halt auch für Schönheit etwas tun. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so. So, und dann haben wir hier... So, und dann kann man noch... Eigentlich ist das auch nicht das, was ich machen wollte, ne? Egal. Nee. Nee. Aus welchem Addon kommt denn das? Ja, das weiß man wieder nicht. Das ist ja super. Ach, kommt, ey. Es gibt so viele tolle Sachen hier. Aber ich finde es nicht mehr. Hatten wir schon, ne? Gewichtete Druckplatte, schwer. Nee. Also es gibt normalerweise gibt es noch so ein Weapon Stand, also so eine Halterung, wo man halt eben Waffen reintun kann. Aber Patchwork Shield, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Die war auf jeden Fall auch ziemlich cool. Das hatten wir schon, ne? Ja. Nun gut, ich wollte aber auch eigentlich hier die Kisten sortieren. Das hat ja auch super, super funktioniert. Ich habe jetzt Taschen voller Müll. Und theoretisch wollte ich auch... Boah, Herrgott, ich komme gar nicht klar hier. Und die Folge ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Puh. Ja, ihr seht, ich bin mal wieder mega produktiv. Wir packen jetzt mal alle Rüstung hier rein. Und Waffen. Und das Schwert. So, und dann nehmen wir alles raus, was keine Rüstung oder Waffe ist. Und dann ist das Inventar voll. Super! Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass hier mal so eine Box für Materialien und so ist. So in der Art. Und dann ist die Folge auch schon vorbei. Das können wir noch eben kurz reinstecken. Können wir reinstecken. Ja gut, dann... Klappt das leider nicht so, wie ich das haben wollte. Ich wollte euch eigentlich heute noch zeigen, was man mit den Electric Essenzen macht. Eigentlich will ich euch das zeigen. Kommt, wir beenden die Folge mit dem, was jetzt hier passiert. Einmal versuchen, Fast Crafting zu betreiben. So, wir brauchen das, wir brauchen Sticks. Wir brauchen das, das... Und das. Haben dann diesen Stick. Das, das und
das zurück und dann wollen wir den Electric Stick, okay, so und so. Dann nehmen wir diesen Electric Stick und nehmen den dahin und dann... Dann können wir fliegen! Ist das cool? So. Ihr seht, die Haltbarkeit geht übelst ab. So, und dann kann man hier hochfliegen, dann kann man hier reingucken und dann ist da nichts und dann fliegt man halt wieder runter. Und dann ist der auch schon fast leer. Also, mit diesem wunderschönen Electric Stuff verabschiede ich mich für den Augenblick. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall in die neue Folge und in die erste Folge Project X rein. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr richtig Bock habt und ich würde mich richtig drüber freuen, dann guckt heute Abend einfach auf Twitch vorbei. Latro TV Twitch, in einem geschrieben. Ab 8 Uhr bin ich da im Livestream mit Project X. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und ich sag einfach wie immer, bis denne!